Kellermann. High quality motorcycle products. Made in Germany. So, hallo zusammen. Herzlich willkommen beim Kellermann Bike Talk. Wir sind die nächsten Tage und Wochen in dieser nicht so ganz einfachen Zeit unterwegs und schauen uns, was passiert, was zu Hause gemacht wird, was aber auch, da wo es natürlich erlaubt ist, Leute, auch draußen passiert. Und Mann, wir haben hier jemanden live dabei. Das ist der Jens Bergheim. Jens Bergheim ist bei der Kellermann GmbH für viele Sachen zuständig, technischer Support und auch Kundenfragen, alles Mögliche. Jens, sag erstmal, wo bist denn du überhaupt gerade? Hi Stefan, grüß dich. Hallo zusammen. Ja, ich bin gerade hier in der Nähe von Elsdorf in NRW am Tagebau. Hier hinter mir sieht man ein kleines Stück vom Bagger bzw. von der Baggerschaufel. Ich bin auch direkt unmittelbar da vorne am Tagebau an dem riesengroßen Loch. Jo. Sehr schön. Stückchen gemacht. Sehr scharf. Genau, bei dem Wetter. Man sieht es auch, du hast echt einen strahlenden Himmel dahinter. Es ist super, super geiles Wetter. Man muss natürlich sagen, ist alles okay, was du machst, weil in NRW darf man fahren, korrekt? Absolut korrekt. So sieht's aus. Ansonsten ist es natürlich irgendwo noch eine Zwischenphase jetzt. Das heißt, wir sind auch noch am Schrauben teilweise. Ich glaube, du warst in letzter Zeit auch noch aktiv. Aber mit welchem Bike bist du denn gerade unterwegs? Ja, ich bin heute mal mit dem Zwei-Mann-kompatiblen Bike unterwegs. So, warte, ich versuche mal drauf zu blenden. Sieht man was? Ja, klar, sieht man sehr gut. Ja, eine 2012er Yamaha FZ1. Ja, ganz gemütlich für hier rumzutuckern. Die Renne steht noch im Esszimmer und ja, wartet auf ihren Einsatz. Ja, du hast ein bisschen Wind da, aber das kriegen wir hin. Ich habe gesehen, du hast doch auf dem Bike sehr geilen Aufkleber von Kellermann drauf. Geh gerade noch mal ein bisschen für Corporate Branding drauf. Bisschen Werbung muss ja sein. Ja, der Finger zeigt. Schau mal da. Sehr geil. Kellermann, Qualität made in Germany. Du hast natürlich auch die Blinker dran. Was hast du denn hinten verbaut? Ja, hinten am Heck habe ich die Atto DF 3 in 1. Pass auf, ich blende mal gerade drauf. Ah. Ja, sehr geil. Ja. Jetzt muss ich dich natürlich mal fragen, Jens, sag mal, wäre das jetzt ein Riesenaufwand, wenn du die Blinker mal kurz anmachst? Nö, kein Problem. Ja, mach mal an. Wollen wir doch mal sehen. Finde ich super. Weil ich meine, ich sitze hier so vor so einem Hintergrund, da sieht man die Atos auch. Ich habe, da sieht man sie hinter mir. Ich zeige mal so im Finger so, genau da oben zeige ich hin, da sieht man das Atto als Rücklicht und hier sieht man es als Blinker. Das ist Seitenverkehr, da man kann es sehen sehr genau. Aber jetzt gehen wir mal zum Jens. Hast du es schon an? Da haben wir nämlich die 3 in 1, die er dran hat. Mal gucken, ob er es sehen kann. Also ich gehe mal zur rechten Seite. Genau. Da habe ich, sieht man es, das Rücklicht jetzt an. Ja. Jawohl. Ja. Auf der anderen Seite blinkt gerade aktuell. Oh yeah, ja. Super, super. Ja. Geile Sache. Was hast du vorne verbaut? Vorne habe ich die Atto Dark verbaut. Ja. Natürlich passend zum Heck, pass auf. Zack, einmal. An der Front. Ja. Und einmal blinken. Jetzt kommt hier ein LKW hinter mir. Kein Problem. Aber geh mal voll drauf. Von vorne brutal aufs Licht drauf, sodass man richtig sieht. Jawohl, jawohl. Sehr schön. Also, ich meine, das ist natürlich gerade mal ein richtig gutes Beispiel, was du da bringst, weil du bist ja im prallen Sonnenschein draußen. Und, und man sieht, wie doch klar zu sehen die Atos sind. Ich meine, darauf kommt es an. Wir machen keine Kompromisse in puncto Sicherheit. Unsere Blinker sind die kleinsten legalen zugelassenen Blinker, die es gibt und sind gleichzeitig hell dabei. Ich meine, das sind ja auch die Fragen, die du immer gestellt bekommst, wenn dich Leute anrufen. Ist das alles legal? Ich meine, wir sagen es immer wieder, aber natürlich alles TÜV geprüft und mit ECE-Zulassung. Ne? So sieht es aus, Stefan. Ohne gibt es bei uns nicht. Ohne gibt es bei uns nicht, ganz genau. Sag mal, wie sieht es aus im Moment so mit Bauen? Es gibt ja auch Bundesländer, wo im Moment nicht gefahren werden darf. Du kriegst ja auch viele Anfragen. Sind die Jungs am Schrauben oder wie sieht es aus? Ja, scheinbar
scheinbar bereitet sich gerade die Menschheit wieder auf das normale Leben vor. Und es wird in der Tat ziemlich viel geschraubt, so wie mir scheint. Ja, also mein Postfach war rappelvoll mit Anfragen. Wie baue ich mein Bike um? Was brauche ich für Suzuki, irgendwas? Ja, also scheinbar wird gerade viel geschraubt. Und ja, ich habe heute schon mit den ersten Händlern wieder telefoniert, die ja seit heute wieder aufhaben dürfen, ne, die ersten Motorradhändler. Also sprich nicht nur die Werkstätten, sondern auch die Verkaufsräume sind wieder auf. Ich glaube, es ist noch limitiert auf 800 Quadratmeter, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, aber ich habe von einigen gehört, dass heute schon gut die Bude eingerannt wurde. Ja, ich meine, du sagst ganz genau, das Leben geht weiter. Ne? Ich meine, wir müssen uns mit den Gegebenheiten irgendwo rangieren und einen Weg finden. Aber Motorradfahren ist ja nun eine Sache, wenn man das richtig ausübt, immer im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, dann ist das eigentlich eine Geschichte, die man auch in der jetzigen Situation irgendwo ausüben kann. Klar, man muss sehen, wie die Regelungen im jeweiligen Bundesland sind. Wenn man da noch nicht fahren darf im Moment, wenn das noch ein bisschen dauert, dann sagen wir halt, komm, guckt euch eure Kiste nochmal an. Was könnt ihr noch dran machen? Was könnt ihr noch schrauben? Nutzt die Zeit, macht euch bereit, weil im Grunde genommen die Saison steht noch vor den Türen. Also wir sind ja noch gar nicht mal irgendwo am Anfang. Das kommt ja alles noch in diesem Jahr. Ja, genau so sieht es aus. Also ähnlich wie im Winter. Winterzeit, Schrauberzeit. Das Gleiche haben wir jetzt im Moment halt auch. Also ich habe ja auch bis jetzt die Zeit benutzt und habe noch an meinem Bike geschraubt und habe umgebaut, modifiziert, was auch immer. Ja. So, und klar, jetzt die ersten Sonnenstrahlen, da geht es natürlich dann raus auf die Straße und präsentieren, was man hat auch. Genau. Zeigen, was man gebaut hat. Ich meine, darauf kommt es ja irgendwo auch an. Okay, mein Lieber, pass mal auf, es rauscht ein bisschen bei dir jetzt noch, es kracht gerade. Du stehst schon irgendwo im Wind da, ne? Ja, hier ist offenes Terrain quasi. Wie gesagt, ich habe ja da hinter mir direkt dieses riesen Baggerloch und da pustet so dermaßen der Wind durch. Also ja, hört gerade selber, dass es wieder ziemlich rauscht und stürmisch wird. Ja, aber dafür ist es authentisch, das gefällt uns. Pass mal auf, mein Lieber, gut, dass wir mit dir gesprochen haben. Dann wünschen wir dir, ja, wir sagt's ja, ne, Hals- und Beinbruch, ganz klar, aber ich weiß, du bist ab und zu mal ein Wilder, du gehst auch mal hart ran, aber jetzt erstmal in die Saison reinkommen, ne, nicht übertreiben, den Weifen bisschen warm fahren und dass wir insgesamt zusammen die Saison noch Spaß haben. Mein Lieber, hau rein. So sieht's aus. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Alles klar. Danke dem Jens Berghammer nochmal von Kellermann. So Leute, habt ihr ein paar Ideen bekommen? Wenn ihr Bock habt, ruft uns auch mal an. Wenn ihr Fragen habt, schaut auf unsere Seite, schaut euch die Produkte an, die wir da haben. Der Jens geht jetzt noch auf Tour und wir werden uns die nächsten Wochen auch melden, wenn wieder was Interessantes ist mit interessanten Gesprächspartnern. Das ist der Kellermann Bike Talk. Macht's gut und tschüss. Kellermann. High quality motorcycle products. Made in Germany.